Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. Hier beginnen wir und ersetzen Tangens von 2x durch Sinus von 2x geteilt durch Cosinus von 2x. Jetzt machen wir diese zwei Brüche gleichnamig, so dass wir die Zähler addieren können und dieser gesamte Bruch ist gleich 0, dann und genau dann, wenn der Zähler gleich 0 ist. Und in dem Zähler können wir 2 Sin x ausklammern. Dann tun wir das und so stoßen wir sofort auf ein Nullprodukt. Das Produkt von drei Faktoren ist gleich 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist, oder wenn der zweite Faktor 0 ist, oder wenn der dritte Faktor 0 ist. Der erste Faktor ist aber nicht 0. Der hängt nicht von x ab, der erste Faktor ist immer 2. Also führt dieser erste Faktor zu gar nichts. Es bleiben diese beiden Faktoren und diese beiden Faktoren führen also zu diesen beiden Fällen. Erster Fall, Sinus von x gleich 0. Diese Gleichung kann man sofort auf die Grundgleichung Sin gleich Sin zurückführen, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir deuten, Sinus vom ersten Winkel ist Sinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn dieser erste Winkel gleich ist zu diesem zweiten Winkel plus k mal 2pi, oder wenn dieser erste Winkel gleich ist zu pi minus diesen zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Hier führt das also sofort zu x gleich kpi. Eigentlich brauchen wir diese Auflösungen nicht, um zu sehen, dass der Sinus von x 0 ist, dann und genau dann, wenn x kpi ist. Denn der Sinus wird 0 da und nur an diesen Stellen kpi. Diese zweite Möglichkeit führt zu Cosinus von 2x gleich minus Cosinus x. So, wir haben jetzt fast eine Grundgleichung, aber dieses Minus stört noch. Dieses Minus muss irgendwie in den Cosinus hinein. Minus Cosinus von x ist aber genau dasselbe wie Cosinus von pi minus x. Also Vorsicht, nicht einfach das Minus in den Cosinus hineinstecken, denn Cosinus von minus x, das ist nicht minus Cosinus von x. Cosinus von minus x, das ist Cosinus von x. Also können wir dieses Minus in den Cosinus hineinstecken, wenn wir so machen. So ist richtig. Und so haben wir auch die Grundgleichung Cos gleich Cos, deren Lösungen man so schreibt. Deuten wir, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn dieser erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel, plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen können wir hierhin übertragen und finden somit, dass der erste Winkel 2x gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel pi minus x plus 2kpi. Wir sehen also hier zwei Möglichkeiten, die eine mit plus und die zweite mit minus. Dieser zweite Fall führt also zu zwei Unterfällen. Einer mit Plus, steht da, und der zweite mit Minus, steht da. Schauen wir im ersten Fall, dieses Minus x setzen wir links rüber, dann steht links 2x plus x, also 3x, und jetzt wird diese Gleichung noch durch 3 geteilt, und somit finden wir hier x gleich pi Drittel plus 2k pi Drittel. Jetzt schauen wir diesen Fall. Dieses Minus wird auf diese Klammer verteilt, so. Dann setzen wir x links rüber, da wird es zu minus x. Und somit haben wir 2x minus x, das heißt x,
gleich minus pi plus 2k pi, also so. Schauen wir im trigonometrischen Kreis, wo sich diese Winkel befinden. Wir haben zuerst minus pi, also sind wir da, und dann plus 2pi plus 2pi plus 2pi oder auch minus 2pi minus 2pi. Wir landen immer wieder hier. Also könnte man diese Winkel einfacher beschreiben, indem wir sagen, es ist pi plus 2kpi. Machen wir das, so sind diese Winkel x etwas einfacher beschrieben als da mit dem Minus. Wir haben also als Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung gefunden, diese und diese. Wir zeichnen all diese Lösungen in den trigonometrischen Kreis ein. Schauen wir, x gleich kpi, das ist da und da. X gleich pi Drittel plus 2k pi Drittel, das ist da ist pi Drittel. Jetzt kommt jedes Mal 2 pi Drittel hinzu, also plus 2 pi Drittel plus 2 pi Drittel plus 2 pi Drittel oder auch minus 2 pi Drittel minus 2 pi Drittel minus 2 pi Drittel. Also haben wir all diese Winkel eingezeichnet. Jetzt noch diese hier. Es sind die Winkel pi plus 2k pi, also pi plus eine volle Umdrehung, plus eine volle Umdrehung oder auch minus eine volle Umdrehung und so weiter. Wir haben all diese Winkel im trigonometrischen Kreis eingezeichnet und können jetzt feststellen, dass man sie einfacher schreiben kann als so, so und so. Man kann auch einfach schreiben, es sind die Winkel plus pi Drittel und minus pi Drittel plus 2k pi. Dann sind wir immer da und da. Und dann gibt es noch die Winkel kpi. Dann sind wir immer da und da. Somit haben wir also die Lösungsmenge erstellt und unsere Gleichung ist gelöst.